Hallo Welt! Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal syntoriell.de. Und nachdem ich mich ja in den letzten paar Videos schier endlos an Riesen 12 ausgelassen habe, reicht es dann auch wieder, soll jeder glücklich werden mit seiner DAW. Und heute geht es mal wieder um den Dune. Dune 3. Bei mir ist aufgefallen, dass mein erfolgreichstes Video das Video zum Dune Arpeggiator ist. Und da habe ich mir eigentlich mal gedacht, da könnte ich doch mal ein kleines Video drehen, wie man sich so einen kleinen Arpeggiator-Patch im Dune baut. Ich habe ja auch meine Dune 3 Soundbank veröffentlicht, könnt ihr runterladen, da hier ein Video dazu. Dann hier das Video für den Arpeggiator, für die Anleitung. Ja, und gleich nach dem Teaser legen wir dann los mit dem selbstgebauten Melody Arpeggiator Patch in Dune 3. Nach diesem Teaser. So, und da sind wir in Bitwig Studio, wo sonst? In der Version 4, aber das ist egal für heute. Was brauchen wir denn? Wir brauchen, um einen Dune 3 Patch zu bauen, brauchen wir natürlich den Dune. Hier als VST3 mit dem schönen Patch, mit dem Standard-Patch, der geladen wird, den wir natürlich gleich zurücksetzen. Nein. So. Und den Patch schiebe ich natürlich wieder, ihr wisst, in meine Duct Devices. Das ist die Standardgruppe, damit mein Ton nicht vom Instrument überlagert wird. So, und da sind wir hier in einer Waveform im Virtual Analog beim Oszillator 1. Und da hätte ich jetzt heute einfach mal gerne eine Wavetable drin. Und dann nehme ich hier diese Classic Shapes. Irgendwo gibt es die. Vintage Saw. Ja, das hört sich doch gut an. Die stellen wir hier auf die Mitte und lassen das einfach so ein bisschen modulieren. Modulate Width. Und da gibt es hier bestimmt irgendwo ein Random. So. Oder ich nehme ein LFO 1 und sage da, der soll ein Sample and Hold nehmen. Sample and Glide könnte man auch machen. Ja, das ist schon gut. Und dann machen wir mal hier ordentlich Unison Voices rein. Was heißt ordentlich? Und heute machen wir mal... Nein, keine Perfect Fifth. Sondern eine nichtlineare Verteilung. Oh ja. Und da habe ich schon eine Idee für den Patch. Ich habe den in der Grundeinstellung, hätte ich den gerne kurz angeschlagen, hier so. Machen wir wieder ein bisschen lauter hier, damit ihr das gut hört, weil ich höre schon sehr leise. Gut, kann auch an meinem schlechten Gehör liegen, aber... So. Schauen wir mal einen anderen Filter. Klingt ja dann doch auch ein bisschen anders.
24 dB Flankensteilheit. Den Polaris. Nee, ich bleib beim XP. Ja. Hört sich gut an. Und mein Gedanke war, wenn ich das Mod-Wheel aufdrehe, dass dann der Sustain-Level ansteigt. Genau. Das könnte man hier so machen. Also Modulate with... Mit was? Mit dem Mod-Wheel natürlich. Und dann drehe ich das Mod-Wheel ganz auf. Nicht wundern, das Mod-Wheel ist eigentlich das hier, aber ich habe mir das auch hier auf den Fader gelegt, weil dann kann ich mit der linken Hand spielen und mit der rechten Hand bedienen. Und dann drehe ich das ganz auf. Und dann stelle ich den Wert hier so ein, dass ich das Maximum, das ich gerne hätte, erreiche. Mir ist das noch zu kurz, das Decay hier. Natürlich auch hier noch das Decay nach oben drehen. Mod Wheel. Haben wir natürlich einen Vibrator da drin, wenn wir das Mod-Wheel aufdrehen. Und das wissen wir ja schon, wie das geht. Dann mache ich hier LFO plus Mod-Wheel und dann machen wir ein Zweier LFO rein. Und da gehen wir auf Common und auf Pitch Fine und müssen das natürlich ein bisschen hochdrehen. Viel zu viel und da habe ich immer so 5 Hertz. Dann hätte ich gerne hier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier eine Light Distortion reinbaue. Aber ich probiere es auch zusätzlich mal mit einer Saturation. Die gefällt mir eigentlich ganz gut hier dran. Also Distortion aktivieren, auf Saturation gehen.
Kombination mit der Light Distortion. Mit der Light Distortion ist es zu viel. So machen, dass ich die Light Distortion hochdrehe, wenn das Mod Wheel kommt. Also Mod Wheel. So machen wir es. Amount modulate with Mod Wheel. Probieren wir mal. Na, das passt überhaupt nicht. Gut, das hört sich mal ganz gut an für den Anfang. Dann machen wir doch hier noch ein bisschen Noise rein. White Noise. Noise hier aufdrehen. Nicht zu viel. Und dann machen wir hier einen High-Pass-Filter, dass wir nur ein paar Höhenanteil drin haben. Könnten wir noch wir könnten hier einen Suboszillator auch noch einbauen. Können wir mal schauen, ob das mit der Sinus, ob das passt. Gehen wir natürlich hier 12 Semitöne runter. Und dann müssen wir natürlich den Oszillator 3 hier hochdrehen. Oh, der kommt böse rein hier. Hohoho. Machen wir natürlich hier auch noch mit dem Mod Wheel rein. Mod Wheel kommt mir der Anteil noch ein bisschen höher. Hohoho. Jetzt brauchen wir ein bisschen hier einen Equalizer. Zum einen würde ich hier gerne ein bisschen was wegschneiden. Bisschen. Ja. Probieren wir mal aus, ob ein Chorus passt. Hört sich schon mal nicht schlecht an hier. Oh, den müssen wir wegnehmen, wenn er kommt. Dann müssen wir das modulate with Mod Wheel. Und zwar gehen wir da ins Minus. Und wie viel haben wir denn? 55%, was ist maximal 100? Also müssen wir 55 wegnehmen.
passt. Dann natürlich ein Reverb da drauf, aber nicht das Large. Ich liebe das Rootaverb. So, hört sich gut an. Dann speichere ich das jetzt erstmal als separaten Patch ab. Den nenne ich dann Method Plug PL Hardcore Plug. MCD. Für Method. Erstmal ohne hier Gedöns hier was zu beschreiben. So, und jetzt brauchen wir dazu noch eine Melodie, weil jetzt habe ich eine Viertelstunde hier rumgedönst und habe einfach nur einen Patch gebaut. Jetzt baue ich mir hier mal eine Melodie dazu. Wie baut man eine Melodie? Ich habe, glaube ich, hier mal irgendwo ein Video gemacht, blende ich da mal ein. Wie man ganz einfach, wenn man sich eine richtige Tonart aussucht, auch einfache Melodien sich bauen kann. Ich werde mir aber ein Tool von mir zur Hilfe nehmen. Das ist der Chordmaster, den ich schon mal gebaut habe. Und den gibt es auch hier. Ich blende das Video ein. Den könnt ihr euch mal anschauen. Schauen wir mal, ob ich ihn finde. Presets. Chord Master von Method himself, das bin ich, hallo. So schaut das Teil aus, ich gehe jetzt da gar nicht ins Detail. Hat er jetzt gehabt. Also, da stelle ich mal den Grundton ein, sei mir verziehen. Vielleicht mache ich mal einen Chord Master 2.0, dann gibt es dann auch den C-Sharp und den D-Sharp und das ganze Zeug. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt hier nur die Grund, ich weiß gar nicht, die ganzen Töne, nicht die Halbtöne. Hier drauf als Grundtöne und da bleibe ich jetzt bei C minor. Ich nehme noch einen Open Chord dazu und einen Sub. Und jetzt suche ich mal ein bisschen, bis ich was finde, was mir gefällt. Das Problem beim Chordmaster ist, dass der Legatos nicht mag. 80 BPMs und ein Loop ist aus und dann starten wir mal die Aufzeichnung. Das muss ich alles hier im Timelapse aufzeichnen. Na also, und schon klappt's. Muss man nur selber Druck machen. So, jetzt ist es hier sauberst im Timing eingespielt. Können wir mal noch probieren, ob wir das Open ausmachen. Top. Ja, da weiß ich schon, was ich mache. Ich dupliziere das ganze Teil und dann machen wir hier eine Automation rein und du eine Automation hier reinbauen, habe ich gerade gesagt, ich wiederhole mich. Die Automation heißt jetzt hier Chordmaster Top und ist hier an. Na komm, bleib. Und hier aus. Und jetzt machen wir hier das Open, Add Automation Lane,
Open. Und die ist erst aus und dann an. Ja, hört sich gut an, oder? So, machen wir das wieder zu. Und jetzt, was bringt man jetzt das? Jetzt habe ich hier mit meinem Korbmaster in Dune ein paar MIDI-Noten erstellt. Ja, wunderbar. Ich kann doch jetzt hier wieder einen kleinen Trick anwenden. Ich erzeuge mir hier eine neue Instrumentenspur. Und sage jetzt, dass diese Note Lane hier, kann ich ja hier den Input hier mir selektieren. Und dann sage ich jetzt, nimm doch das jetzt mal hier vom Duct Devices Dune 3. Hier, mach hier auf Aufnahme und lass das Teil einfach mal laufen. Habe ich jetzt ein bisschen früher auf Stopp gedrückt, dann tun wir das einfach noch hier ein bisschen verlängern. Und jetzt kann ich das rausschmeißen, ich kann es aber auch drin lassen, ist egal. Jetzt habe ich hier wunderbare MIDI-Dateien, ja doch, ich schmeiße das raus, schmeiße das nach oben, kann die Spur wieder löschen. Und jetzt brauche ich hier auch keinen Chordmaster mehr, so leid es mir tut. Jetzt habe ich hier die MIDI-Daten, so wie ich sie brauche. Oh, ist fast ein wenig grob hier, ha? Tja, dann haben wir noch einen Kompressor rein, dass es schön gleich laut bleibt, wenn ich das Mod-Wheel hier aufdrehe. Der nimmt hier ordentlich Dezibel weg. Jetzt haben wir also 12 dB. Jetzt hört sich's richtig gut an. Vielleicht bauen wir hier noch ein kleines Delay rein. Ja, also speichern wir nochmal den Patch. Quick Save. Und was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt mit unserer Melodie? Ja, die speichere ich jetzt ab als MIDI-File. Also MIDI exportieren. Und habe jetzt hier Dokumente Producing MIDI-Files. Das ist mein Ordner für meine MIDI-Files. Und da kommt jetzt die Melodie 17 rein. Und jetzt hätte ich gerne hier das als Arpeggiator abgespielt.
Na, nichts einfacher als das. Ich habe es ja im Video, was ich ja hier irgendwo verlinkt habe, schon erklärt. Hier gehe ich jetzt in den Arpeggiator 1 rein. Sag ihm jetzt nicht hier Step Sequencer, sondern auf MIDI. Dann lade ich mir hier in dieses blanke Feld mein MIDI-File, das ich gerade eben erzeugt habe. Ist jetzt hier drin. Und jetzt muss ich aber noch den Play-Mode hier einstellen, dass er mir hier ein Playback macht. So, jetzt ist der Arpeggiator eingestellt. Jetzt muss ich aber auch sagen, welche Voice soll denn mit dem Arpeggiator spielen. Wir haben nur eine Voice, also bleibe ich bei All und sage Arp 1 aktiviert. Et voilà, ich habe einen astreinen, wunderbaren Patch mir gebaut. Machen wir noch einen Limiter an, Polyphonie auf 4 Stimmen. Kann ja gar nicht gehen, wenn ich das jetzt hier sehe. Deshalb spack da rum, machen wir mal 6. Ja, also ich finde, mir passt. Ein bisschen Light Distortion können wir immer reinbauen. Jetzt müssen wir natürlich diesen Patch abspeichern. Das ist ja jetzt kein Plug mehr, sondern das ist ein Melody Patch. Also Save Patch As, sind wir hier bei der Melody drin. Und dann sind wir hier bei ML. Und dann fucking Hardcore Melody von Messit. Wem es zu vulgär wird, ja, der soll den Kanal wechseln. Sorry. Ich habe eben gerade vorher mir ein Video angeschaut von Gewitter im Kopf und musste mal richtig ordentlich lachen ein paar Mal. Gut, Knut. Und fertig ist der Patch. Jetzt drehen wir hier mal die Geschwindigkeit hoch auf annehmbare Tempi, wo man sowas auch spielt. 136 hört sich mal gut an. Ja. Und dann brauchen wir natürlich hier noch eine Bassdrum, sonst geht ja da gar nichts. Hier, Collection Kick Drums, soll man hier schönes. Ja, die ist wunderbar, die gefällt mir. So, da rein damit. Und weil du ein Drum bist, dann wirst du grau. Und Fall to the Floor. Jetzt, oder? Freunde, wem das Video gefallen hat, ne, der darf ruhig einen rechten Daumen nach oben lassen. Und wem es nicht gefallen hat, der soll halt einfach den linken Daumen da lassen. Und ansonsten freue ich mich natürlich über neue Abonnenten. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Viel Spaß und erfolgreich. Viel Spaß und was weiß ich, Gesundheit. Tschüss. We'll be right back.